Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Wir haben einen weiteren Schiffsguide für euch und heute soll es um die Saber von Aegis Dynamics gehen. Ja, die fehlte uns nämlich noch. Die wurde jetzt nämlich in der CitizenCon 2015 in Manchester als wirkliches Überraschungsschiff dargestellt. Da kam sie das erste Mal ins Spiel und sie soll die neue Generation von Sternenjäger für Aegis Dynamics einläuten. Angeblich gab es dafür eine neue Ausschreibung von der UEE, die einen beweglichen, schnelleren Jäger gesucht hat, der sich gegen schwere Vendul-Jäger zur Wehr setzen kann. Ja, allerdings hat die UEE ihn selber noch gar nicht geordert. Das heißt, momentan sind sie noch unentschlossen, ob sie die selber einführen wollen. Das heißt aber nicht, dass wir uns das Schiff nicht genauer angucken wollen. Da gibt es zum Beispiel gerade in diesen neuen Designteilen wirklich ein ganz, ganz eindeutiges Beispiel mit der Frontverglasung, die halt komplett im Rot begast ist, mit einem sehr aufgeräumten Cockpit, was eine Mischung aus MFDs und HUDs einbringt und insbesondere natürlich auch gewisse Tarneigenschaften werden der Saber nachgesagt. Sieht ein bisschen aus wie so ein Stealth-Bomber, das ganze Schiff, und soll auch da funktionieren. Sonst wurde noch gesagt, das Schiff ist der Ninja-like Starfighter von Star Citizen und wird den Arena Commander in der Geschwindigkeit überholen. Und das hat dieses Schiff dann auch gemacht und damit kommen wir nämlich zur Rolle. Laut RSI-Seite ist die Saber ein Fighter und da auch klassifiziert als Superiority Fighter, als Überlegenheitsjäger, der den Raum klar dominieren soll. Ja, und damit spielt sie nämlich in der gleichen Liga wie die Super Hornet. Tja, das gefällt vielen Leuten nicht, aber es ist so. Das Schiff ist 26 Meter lang, wiegt dabei aber nur 18 Tonnen. Und da haben wir einen großen, großen Unterschied zu schwereren Schiffen oder zu schwereren Jägerklassen, weil sie in den Flugeigenschaften davon sehr, sehr stark profitiert. Wir haben hier wirklich ein extrem schnelles, ein extrem hohes Beschleunigungsmoment, was wir erreichen. Wir können gut straven, wir können sehr, sehr sicher und stabil steuern das Schiff und wir sind von der Spitzengeschwindigkeit auch immer in der Lage, dem Gegner wieder aus dem Weg zu gehen. Was natürlich bei diesem Schiff wunderbar zu einer Boom-and-Zoom-Taktik führen kann. Das bedeutet, wir haben hier schnelle Angriffe, die geflogen werden, die auch nötig sind. Denn was das Schiff natürlich nicht so sehr mit sich bringt, ist tatsächlich den Tank-Faktor. Das heißt, die Widerstandskraft, Hülle, Schilde, all das ist nicht dafür ausgelegt, dass es längeren Beschuss aushalten soll, sondern hier geht es vor allem dann darum, die guten Flugeigenschaften auszunutzen, schnell zu manövrieren, gut auszuweichen und im Zweifel auch noch die Schilde richtig zu steuern, damit es gut funktionieren kann in der Defensive. Sie ist eben dadurch ein sehr, sehr beweglicher Jäger und dazu kommt noch, dass sie gewisse Tarneigenschaften mit sich bringen soll. Tatsächlich soll das Schiff Stealth-Technologie besitzen. Von der Lackierung bis vom gesamten Design des Flugkörpers soll es so sein, dass dieses Schiff gerade im Randbereich der Kampfzone schwer aufzuklären ist. Das dient dann dazu, um wirklich zu infiltrieren oder aber auch unbemerkt sich an den Gegner halt dran zu pirschen, um dann zuzuschlagen und wieder wegzufliegen. Angeblich soll das Schiff tatsächlich bessere Taleigenschaften besitzen, als es die Ghost zum Beispiel hat, die dafür konstruiert wurde. Ja, richtig. Und dazu kommt, dass, wenn es dann in die Offensive geht, das Schiff durchaus seine Qualitäten mitbringt. Wir haben also vier große Hardpoints, an denen Waffen angebracht werden können. Wir übrigens empfehlen an der Stelle, die von Gimbal tatsächlich alle auf Fix zu setzen und das Schiff wirklich damit gut in eine Linie zu bringen. Und zusätzlich zu diesen Hardpoints haben wir sogar noch eine Bombbay unten dran, an der wir Raketen anbringen können. Das heißt, wir haben hier eigentlich die volle Waffenlast und damit wird sie auch wirklich als Dogfighter sehr, sehr gefährlich, auch für solche alten Hasen wie die Super Hornet. Und damit kommen wir jetzt im Grunde genommen schon zum Fazit. Tja, man kann wirklich sagen, die Saber ist der natürliche Fressfeind der Hornet. Die Hornet setzt als Tank wirklich auf Stabilität, auf Ausdauer, die Saber auf Schaden verursachen, Tänzeln, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Und da bietet sich dann schon ein breites Spektrum für den Arena Commander dafür ab. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie ist ein reinrassiger Dogfighter. Ladekapazitäten oder einen Speicherplatz gibt es nicht. Das heißt, das Schiff ist wirklich für Söldner als auch für Sicherheitsdienste interessant, aber für Händler und Abenteurer ist es unbrauchbar. Richtig, und da ist es natürlich ganz klar, dass gerade Organisationen vielleicht darauf setzen, ganze Saber-Staffeln ins Gefecht zu führen, um eben diesen einen Dienst in dem Geleitschutz, im direkten Angriff oder auch in Sicherheitsdienstleistungen auszubringen. Aber man muss sehen, die wird relativ teuer werden. Vermutlich, sie ist ein sehr, sehr neues Schiff. Neue Schiffe werden immer teurer sein, auch in der ganzen Unterhaltung. Darum muss man da immer sehen, dass der Kosten-Nutzen-Faktor natürlich stimmt.
stimmt. Wenn ihr aber alleine als Söldner euer Geld verdienen wollt mit dem reinen Dogfighting in Star Citizen, werdet ihr sicherlich damit das richtige Schiff getroffen haben. Ja, ich glaube, damit sind wir durch mit unserer Vorstellung von der Saber. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns jede Menge Kommentare runter, wie eure Erfahrungen mit der Saber im Dogfighting sind. Liked oder disliked die Episode. Und schließlich, wenn ihr uns als YouTube-Creator für unsere Arbeit bei Star Citizen unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, Weezen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!